sind sie groß geworden, die Kleinen. War es nicht erst gestern, als der erste Schrei im Kreißsaal alles zu Wehen brachte? Das erste Lächeln, erst unbewusst, dann zunehmend erkennend. Das erste Wort, war es Mama, war es Papa oder vielleicht doch Ball oder Auto? Der erste Schritt, das erste Abnahmen, als die erste Betreuung dann anfiel. Und nun soll er beginnen, der viel umschriebene Ernst des Lebens, für groß und für klein. In der Schule weht schließlich ein anderer Wind als im Kindergarten. Du warst bestimmt ganz stolz auf diesen Kleckerbogen, oder? Ja!
Seht ihr, also auch gute Ideen, die am Ende umgesetzt werden und auf die man, an die man sich sogar auch nach längerer Zeit später auch erinnert, sind es wert, erwähnt zu werden.